Ciao zusammen, ich bin Jörg und willkommen zu Schweiz Schweden. Es ist kein Freundschaftsspiel, oh nein, es ist das WM-Achtelfinale, wo ich da nicht allein, sondern mit dem Rob von den Super Swiss Bros darf predicten. Und an dieser Stelle gerade direkt, ciao Rob. Ciao zusammen, richtig geil können wir da nochmal ein Spiel predicten zusammen und hoffentlich können wir die Schweiz noch so weit predicten, wie es nur möglich ist. Wer weiß, vielleicht besiegen wir mal endlich den hohen Achtelfinalfluch. Das können wir packen gegen die Schweden. Und wie wir das können packen können. Die Schweden sind absolut schlagbar und man darf nicht vergessen, es ist sogar ein Rache-Spiel, nämlich die Rache vom Hockey-WM-Finale, wo wir ja bitter verloren haben gegen die Schweden. Und jetzt zeigen wir es ihnen und hauen sie aus der Fußball-WM 2018 raus. Und ob wir das so werden herkriegen mit der Prediction, das erfährst du jetzt, denn wir starten direkt mit der Action. Los geht's! Dann fangen wir nochmal an. Komm, mach Anstoß, Rob. Komm da, du bist Schweden, nicht mehr die Schweiz. Ja. Eben, er ist auch gewohnt mit der Schweiz zu spielen. Den Grund hat es, weil wir haben schon ein Prediction-Video aufgenommen und das findet natürlich auf dem Kanal von der Super Swiss Bros. Habe ich gerade einen auf den ersten Links natürlich unten in der Videobeschreibung für euch herattached. Genau. Und wie es dort rausgekommen ist, das findet ihr natürlich auf meinem Kanal raus. Die Schweden, hey, ich mag mit denen so nicht. Oh, kommt schon mal, probier es einfach zu Distanz. Oh! Ui! Das war knapp. Jawohl. Komm, und jetzt da der Pass. Jawohl, jetzt schliess ab! Ach, Mann! Gut gehabt. Knappe Sache gewesen, der Olsen. Shit. Jetzt wird es Zeit für das erste Goal von der Schweizer. Hey. Es wird Zeit. Nein! Yes. Hat es genau noch gelangt, um mit dem Füßchen reinstehen. Aber natürlich in einem Konter haben die Schweden einfach nicht die Pace, die ich brauche, um zu spielen. Oh mein Gott, aber ich spiele einfach Scheiß im Verteidiger. Das langt somit. Komm, Lichtsteiner, du musst da her. Oh nein, der Forsberg, der ist gut. Nein, ich bin so schlecht in dem Verteidiger. Ah, Scheiße. Ich krieg den Ball nicht weg. Ich krieg den scheiß Ball. Ich kann ihn immer noch. Ah, jetzt kommt der Fehler. Schade, nicht mal einen schönen Torschuss daraus raus resultiert. Jetzt, Konter, komm. Komm, Embolo! Embolo! Nein! Foul! Geil. Foul! Nicht foul! Perfekte Grätsche war das! Ich glaube, heute ist mein richtiger scheiß FIFA-Tag. Hey, schaut euch das an. Schön! Längt er noch ab und bringt noch das Offside an! Scheiße! Jetzt! Komm! Nein! Oh ja! Nein! Ich schenke dir! Komm, Jamali! Nein! Tuber! Nein! Wir spielen wie ein 12-Jähriger! Ich habe dir eine riesen Chance geschenkt. Zum Glück hast du sie nicht gebraucht. Was für eine schlechte erste Halbzeit von mir. Zum Glück kommst du gegen Führer nicht ganz so oft wie es, was auch immer. Ich bin einfach scheiße. Ja, du, bis jetzt immer noch 0-0. Also, so schlimm kann es noch nicht sein. Jetzt bitte, gerade hier, der schöne erste. Aber schau mal, wie viele Leute du da hinten wieder hast. Ja, du musst hinten stehen mit diesen Schweden. Das funktioniert schon irgendwie. Ja, jetzt komm. Embolo, Mann! Da läuft er. Komm zu, gib noch mal den Pass über. Nein, was für ein scheiß Pass, aber was für ein Goal! Wo oft? Nein, auch nicht. Ich hab schon gemerkt, dass er schon offside. Auch nicht. Oh mein Gott, hey, endlich. 1-0. Mein Goalie hängt es einfach auf der Linie. Schade. Oh mein Gott, hey. Gut, ich hab gemerkt, wie es 0-0 war. Hey, nein, scheiße, offside, aber doch nicht. Hey. 1-0, Jerdan Shaqiri, sehr schön. Ja, der Goalie hat sich recht dumm angestellt, muss man sagen. FIFA-Animationen, ja eben. Nein, schon nein. Toivonen, ich hab Platz. Nein. Aber mach sie doch von dort, nicht so einen Schlabberschuss, Mann. Oh, noch ein bisschen Glück, komm. Jawohl. Und jetzt, komm, Embolo, komm. Seht sie doch durch. Und jetzt macht's Goal! Macht's Goal! Er macht's Goal! 2-0! Brel Embolo! Wie viel Mal ich dich von dem Ball getrennt habe und du hast ihn immer noch gehabt. Jetzt habe ich nur Glück gehabt, wenn er sich jetzt hier glücklich durchgesetzt hat und noch eiskalt zum 2-0 verwertet hat. Ich bin ja froh für die Schweiz, aber FIFA-technisch hätte ich den müssen verhindern müssen. Zumindest irgendwo. Gebe dir recht, aber hey. Schweiz führt 2-0! Nein, nicht da. Komm schon, Kiri, jawohl! Ja, come on, Mann. Einfach ein bisschen Spritzigkeit verlange ich von euch, Schwedelis. Come on, wenn der Rückschau im Achtelfinale rausgeht, erloschen. Oh nein, scheiße! Fuck. Oh, schön dazwischen. Jetzt haben wir den Ball so richtig schön laufen. Sehr schön. Und jetzt da, komm. Zauber. Nein, schade!
Nein, fuck, wieso gehst du mit den 3? Das wäre so schön gewesen vom Embolo dann. Sorry. Oh, schöner Fehler da. Schöner Fehler. Boom. Und jetzt Zuber. Ja, Zuber. 3-0. Yes. Ausgespielt. Ausgespielt. Ey. Fucking shit, was das soll. So, nein, schön, weißt, so schön. Weil ich wenigstens würde sagen, ja, ich spiele schlecht oder so. Aber ich habe nicht so das Gefühl. Das Gefühl ist momentan einfach... Nein, du spielst gut. Das ist halt wirklich da, der Pass. Du hast einfach, ja, ja, voll. Ja, was willst du da machen? Da ist super abgeschlossen. Hey. Super abgeschlossen gewesen. Super abgeschlossen! Jetzt wollen wir einfach zu Null halten. Das ist wichtig. Ah, da, ey, es wählt mir einfach immer wieder ab. Nein, nein, schön, ja, Sommer. Schade. Noch ein Ehrengoal. Wäre schön gewesen. Sehr eine deutliche Angelegenheit hier. Da. Abpfiffe! Die Schweiz gewinnt 3-0 gegen die Schweden. So darf es auch in echt ausgehen. Hätte ich absolut nichts dagegen. Ey. Würde ich ehrlich gesagt auch unterschreiben. Auch wenn es ein bisschen wehtut, FIFA-Niederlage. Aber, aber sehr, sehr gut wäre das für die Schweiz. Würde ich wirklich, das wäre hammergeil. Also ich würde es richtig feiern. Wenn du das auch würdest feiern, dann zeig mir doch das mit einem Kommentar zu dem Video. Am besten machen wir einen komischen Hashtag, weil das hat Rob auch schon mal gefunden, einen komischen Hashtag machen. Und aus dem Grund machen wir da Hashtag... ja, eben genau. Aber Rob, komm, du hast so gute Ideen. Bring auch du eine Idee für einen Hashtag, komm. Okay, schreibt Hashtag die Schweden sind so scheiße, weil sie immer in der IKEA hängen. Alter, wieso gibst du mir also wichtige Aufgaben? Es kommt nur Seich raus. Ich würde sagen, wir machen das einfach, lassen das Wort scheiße raus. Sagen einfach, machen wir es ein bisschen abgenehmer. Hashtag Schweden verliert, weil alle Spieler im IKEA sind. Also okay. ein bisschen abgeschwächte Version. Oder ihr nehmt die vom Rob, wie auch immer. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, um keine weiteren Videos zu verpassen, den Channel kostenlos abonnieren, Glöckli aktivieren und mir mit einem Daumen nach oben zeigen, dass euch das Ganze gefallen hat. Und ganz am Schluss, wenn wir da fertig sind, gehen wir auch in die Videobeschreibung, klicken den Link an zum Rückspiel oder Hinspiel. Je nachdem, welches Spiel ihr zuerst gesehen habt, dann könnt ihr das Video vom Rob sehen, wo er mit der Schweiz dann spielen darf. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon ein Segel. Schönen Abend und einen schönen Morgen. Und der Rob, ich gebe jetzt das Schlusswort. Voll, ich mache es ganz einfach. Schweiz WM-Sieger 2018. Confirmed. Ganz sicher. 1000%ig. Hopp Schweiz. Und macht's gut. Ciao, ciao.